Der Hase bringt den Profit. Das Ostergeschäft ist die erste große Umsatzspitze im Jahr für den Einzelhandel. Bereits viele Wochen vor den eigentlichen Feiertagen schmücken Geschäfte ihre Schaufenster mit Oster- und Hasendeko und wecken so die Kauflust der Münchner. Also die Bedeutung des Ostergeschäfts für den Einzelhandel hat ganz klar zugenommen in den vergangenen Jahren. Auch die Münchner, das ist ein bundesweiter Trend, geben immer mehr aus zu Ostern. Wir gehen davon aus, dass pro Haushalt ungefähr 50 bis 60 Euro zu Ostern ausgegeben werden. Nicht nur für Geschenke, zum Beispiel auch für Osterdekoration. Da sieht man die ja große Bedeutung des Ostergeschäfts für den Einzelhandel. Besonders für den Süßwarenhandel bedeutet Ostern Umsatz. Mehr als 200 Millionen Schokohasen in allen Größen und Farben dürften dieses Jahr in den Ladenregalen stehen. Das mit Abstand beliebteste Ostergeschenk sind natürlich Süßigkeiten, nicht? Süßigkeiten sind das A und O, nicht nur für die Kleinsten zu Ostern. Und der Osterhase ist noch beliebter als der Weihnachtsmann. Doch die Zeiten, in denen nur Süßigkeiten verschenkt wurden, sind schon lange vorbei. Die Osterpräsente werden immer teurer und größer. So freuen sich zum Beispiel die Juweliere über immer mehr Umsatz vor und während Ostern. Wo früher nur der Schokoladen-Osterhase ins Osternest gelegt wurde, kommen jetzt gerade für die Kleinsten andere Dinge mit hinzu. Also es geht natürlich der klassische Osterhase, Schokoladeneier im Lebensmitteleinzelhandel, Osterbrot, Osterfladen, dann natürlich Parfüm, Bücher, CDs und für die Kleinsten Spielsachen. Gerade für die Kleinsten, da wird nicht gespart. Die Spielwarenbranche macht 10% des gesamten Umsatzes gerade in der Osterzeit. Was den lokalen Einzelhandel besonders freut, die zahlreichen Touristen, die Jahr für Jahr über die Osterfeiertage nach München reisen. Besonders Touristen aus dem asiatischen Raum lassen die Kassen der Einzelhändler klingeln. Doch auch die Münchner zeigen sich kauffreudig. In der Tendenz geben die Münchner etwas mehr als im übrigen Bayern und vor allen Dingen im übrigen Deutschland aus. Das liegt daran, dass natürlich die Kaufkraft und die Wirtschaftskraft in München sehr stark ist. Und das merkt der Einzelhandel hier natürlich. Im Gegensatz zum Weihnachtsgeschäft ist das Ostergeschäft sehr kurzfristig, also besonders in den letzten Tagen vor dem Fest stark. Geht es nach der Bayern-FDP, könnte sich dies aber bald ändern. Sie will die flexiblen Ladenöffnungszeiten freigeben. Auch an den Osterfeiertagen könnten die Geschäfte dann geöffnet haben. Der FDP-Vorstoß zur generellen Freigabe, auch an Sonntagen von Ladenöffnungszeiten, der stößt bei uns auf gar keine positives Echo. Man muss ganz klar sagen, gerade die Sonntage, die Regelung mit den 4 verkaufsoffenen Sonntagen hat sich in Bayern bewährt. Ob sich überhaupt etwas ändern wird, schon vor den Landtagswahlen schon mal überhaupt gar nicht. Und dann kommt es darauf an, ja, wie eben die Staatsregierung aussehen wird. Die FDP war schon einmal kleiner Koalitionspartner in der Vergangenheit. Auch damals hat sie an Ladenöffnungszeiten nichts geändert. Insofern schauen wir mal, wie der Wähler letztendlich im Herbst entscheidet. Dass wir nächstes Jahr selbst am Ostersonntag noch Schokohasen kaufen können, ist also unwahrscheinlich.